Sieht gut aus. Bist du glücklich? Also, ich habe viel Stress. Warum? Ich habe morgen mein erstes Staatsexamen. Echt? Ja. Abgefahren. Und dann bist du Richterin, oder was? Wer sagt, dass ich Richterin werden will? Ja, dann kannst du endlich was entscheiden. Es geht ein bisschen schneller als bei mir. Pass auf, ich muss mal zurück. Jonas und Tim sind mitgekommen und wenn ich nicht wiederkomme, denken die, der Bulle hätte mich mitgenommen. Okay. Ciao. Ciao. Ja, okay, du kannst bei mir übernachten. Hervorragend. Also, ich habe einen Fußboden und eine Isomatte. Okay. Und komm vor 11, dann gehe ich ins Bett. Gut. Danke. Ciao. Ciao. Wer ist das? Wer ist das? Was? Da liegt einer in meiner Küche. Hast du ihn aufgeweckt? Nein. Der hat seit Tagen nicht geschlafen. Du spinnst. Es ist doch nur für heute, bis ich was Besseres gefunden habe. Heute. Heute. Ja, ich weiß, deine Prüfung. Mein Examen. Hör zu, Ismail ist wegen Mordes angeklagt. Wenn er zurück muss, dann wird er umgebracht. Kein Mensch wird einfach so umgebracht. Der ist Kurde. Dann soll er zur Ausländerbehörde. Ja, da kann man jetzt halt einfach nicht mehr hin. Elias, das ist illegal. Tja, das ist cool, hä? Das kannst du dir wieder nicht entgehen lassen. Er ist aus dem Asylantenheim abgehauen. Ja, und warum? Warum wartet er nicht auf seinen Gerichtstermin? Geh mal in so ein Asylantenheim. Du hältst es da keine 2 Tage aus. Weißt du, wenn ihr jetzt einen Bulle findet, dann zack, adios, Ismail. Und seine Geschichte glaubt ihm eh keiner. Ja, dann gibt's dafür einen Grund. Ja, der Grund ist, weil er nicht genug Geld hat für einen guten Anwalt. Quatsch. Ach, Kiki, jetzt red halt mal mit dem. Nein, ich red nicht mit dem. Du wirst sehen, die Geschichte von dem ist total abgefahren. Du spinnst. Wo gehst du hin? Hä? Ich geh ihm jetzt eine Wohnung organisieren. Um 2 bin ich wieder da, dann kannst du zu deiner Prüfung. Du gehst um 1. Dann bin ich um 1 wieder da. Danke. Na, Elia. Hör zu, die Isabel soll um 12 die Oma am Ostbahnhof treffen. Die Oma wollte ihr doch die Papiere geben. Die Malpapiere. Matthias, red mal normal. Hey, hör zu. Kiki, um 12 Uhr musst du die Papiere für die Isabel mit ihr zusammen abholen. Herr Schneider. Bitte keine konspirativen Gespräche, danke. Ich muss gar nichts. Kiki, das ist wichtig. Der kann sich nicht ewig verstecken. Wenn er jetzt in der Kontrolle kommt, hey, und ich kann hier gerade total schlicht weg. Weißt du was? Das musst du jetzt zum ersten Mal bis zum Ende alleine machen. Kiki! Herr Schneider, lass uns die Frau los, bitte. Ich weiß nicht, wie das abläuft, aber du musst um 12 Uhr da sein. Das ist deine einzige Chance. Nee, Elias. Ich hab nicht 2 Jahre lang gebüffelt, damit du ankommst und mit deinen Scheißaktionen wieder alles kaputt machst. Ich dachte immer, du wolltest für das Gute kämpfen. Ja, aber nicht so. Jetzt hast du mal die Chance, was zu verändern und du siehst es gar nicht mehr. Du kannst mich mal. Wann hast du aufgehört zu kämpfen?